Hallöchen, heute geht es um die gelesenen Bücher im Januar. Ich stelle euch meine doch zahlreichen Bücher vor. Sechs Stück davon sind tatsächlich gelesen. Es war irgendwie der Monat der kurzen Bücher, der dünnen Bücher. Ich bin gespannt, wie es weitergeht so in diesem Jahr. Ich zeige euch aber auch ganz kurz quasi das Fazit zum ersten Monat mit meiner Rache der Subleichen. Wer das Video noch nicht dazu gesehen hat, gerne oben mal auf das i klicken. Dort gibt es das passende Video dazu. Und zwar, wie ich denn in diesem Jahr meine Rache gestalte. Ich habe mir überlegt, das einfach mit einem anderen Hintergedanken zu machen, nämlich wirklich die ältesten meiner Bücher endlich mal zu lesen. So, und damit starten wir auch schon. Das erste Buch im Januar beendet, also das erste, allererste Buch 2022 war Ein Mädchen aus Papier von Michael Ende. Dieses Büchlein ist auch erst eingezogen Anfang Januar, ganz, ganz, ganz am Anfang, denn eigentlich war es noch ein Weihnachtsgeschenk, also es zählt nicht so richtig zu den Neuzugängen im Januar. Letztendlich auch egal, es ist gelesen und ich habe es absolut geliebt. Die Ausgabe vom Thiele Verlag ist so wunder, wunderschön. Allein das Cover vorne drauf, es ist ein richtig festgebundenes Buch, allerdings etwas kleiner Formatik und gar nicht besonders dick, aber es ist so wunder, wunderschön. Ich will euch einmal kurz zeigen. Zwischendrin gibt es immer wieder diese kleinen Unterteilungen und die sind so schön gestaltet. Der Text ist teilweise in blauer Schrift, also in blauer Farbe gedruckt. Unten drauf gibt es immer wieder so ein schaukelndes Mädchen, das auch vorne quasi drauf ist. Ich finde es wunder, wunderschön. Abgesehen davon die Worte, die drin stecken. So, so schön. Eins davon ist hier auch markiert. Ich habe sie mir jetzt mit ziemlich großen Markern gerade eben noch markiert. Ich werde das nochmal ändern. Und zwar geht es da um etwas, das Bezug auf Momo nimmt. Ein wunderschönes Buch von Michael Ende, das hoffentlich ja jeder schon kennt. Ich werde es auch in diesem Jahr hoffentlich nochmal beenden und ganz entdecken für mich so als Erwachsene. Ein Mädchen aus Papier sind also eine Aneinanderreihung von Gedichten, von, ja. Was steht denn hier? Traumliedern. Traumlieder steht drauf. Von Traumliedern und Gedichten. Und es ist wirklich traumhaft. Ich musste mich selbst immer wieder bremsen, um nicht direkt weiterzulesen, weil man natürlich durch das schnelle Nacheinanderlesen der einzelnen Gedichte schnell auch wieder was vergisst. Das heißt, es darf eigentlich noch so nachwirken in einem und das habe ich mir nicht immer zugestanden, aber ich denke, das ist ganz wichtig. Also, wer sich das mal anschauen will, es ist. Ich finde es so ein schönes Buch. Es ist einfach ein für Buchliebhaber einfach auch ein Schmuckstück. Und ja, der Inhalt sowieso. Danach habe ich das nächste dünne Buch zur Hand gegriffen und direkt weggesuchtet. Das Papierhaus von Carlos Maria Dominguez. Und es ist, wie es hinten drauf steht, lesen Sie unbedingt diesen Mini-Wälzer. Und auch das kann ich nur unterschreiben. Wie viel da drin steckt in diesen, ich glaube, nicht mal 100 Seiten. Es ist unfassbar. Man muss sich sehr darauf einlassen können. Ja, es sind nicht mal 90 Seiten. Also in diesem nicht mal 90 Seiten starken Wälzer. Unfassbar, was da drin steckt an Geschichte. Und ich habe den Eindruck, als würde sich die Geschichte von alleine noch weiterschreiben wollen in meinem Kopf. Also als würde es an verschiedenen Punkten anknüpfen, die so ein bisschen so leer gelassen wurden, als ob da noch weiter etwas wachsen kann. Und ich kann gar nicht so richtig gut zusammenfassen, worum es geht. Deswegen steht vermutlich auch hinten nicht viel drauf. Wir werden ein bisschen mitgenommen auf die Reise zu verschiedenen Autoren und Werken, was ich sehr spannend und sehr intensiv fand, aber auch auf bestimmte Eigenheiten hingewiesen, die manche Menschen entwickeln, wenn sie sehr an Büchern hängen. Und sogar, wie sich jemand ein, ja, Papierhaus bzw. ein Haus aus Büchern baut. Und das alles, was ich sage, wird dem überhaupt nicht gerecht. Und ich weiß noch gar nicht genau, wie ich es einsortieren soll. Also es ist bei mir aktuell weder besonders gut, noch besonders schlecht, noch besonders durchschnittlich. Es ist irgendwie so außerhalb jedes Punktes, den man irgendwie bewerten kann oder will. Und ich weiß es noch nicht genau. Ich kann es einfach nicht sagen. Aber es hat mich irgendwie beeindruckt und bewegt. Und ich werde sehen in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht auch Jahren, ob ich es nochmal zur Hand nehmen werde oder wie es mich noch weiter beeindruckt vielleicht. Nachwirkt vielleicht auch. Dann habe ich zu diesem wunderschön illustrierten Buch gegriffen. Es ist in recht großer Schrift, tendenziell eher für Kinder gestaltet. Titanic ist der Titel von Stephen Davis Werk. Es sind 24 Stunden bis zum Untergang und die Bilder sind von Torben Kuhlmann. Das war meine Prämisse quasi an dem Buch, warum ich es überhaupt gekauft habe. Denn ich mag die gestalteten Bilder oder
ja, Illustrationen von Torben Kuhlmann unglaublich gerne in seiner Mäuse-Reihe, bei der eben Mäuse die großen Helden und Wissenschaftler der Zeit werden. Da habe ich mich schon sehr verliebt in diesen Stil, den er dort hat. Und jetzt verfolgen wir eben die Titanic. Und zwar letztendlich alles, was wir irgendwie schon kennen und wissen. Wir verfolgen zwei Jungs letztendlich, Jimmy und Omar. Und die beiden werden recht schnell und recht einfach Freunde, wie das Kinder eben so machen. Und andererseits merken wir aber auch, wie sehr da Zusammenhalt, Familie, Loyalität, Vertrauen eine Rolle spielt und wie beeindruckend irgendwie es auch sein muss, aus der dritten Klasse dann auf dem Eingangsbereich, der großen Treppe der ersten Klasse zu landen und zu sehen, wie prunkvoll das Ganze ist. Ein Stück weit hat mich das Buch auch an verschiedene andere Geschichten erinnert. Also zum einen natürlich an den Film, den vermutlich jeder oder fast jeder kennt. Aber es hat mich auch erinnert an, ich glaube, es sind die drei Fragezeichen eine Geschichte. Da sind sie natürlich nicht auf der originalen Titanic und es ist nicht gedacht, dass sie da auch tatsächlich diesen Untergang miterleben, sondern es ist die Titanic 2 oder also auf jeden Fall irgendwie eine Nachbildung, Nachahmung des Originalschiffs. Und es befinden sich meines Wissens, wie gesagt, die drei Fragezeichen auf dem Schiff. Und es geht dann eben auch mal um Hundezwinger unter Deck und Menschen, bei denen man nicht sofort weiß, ob man denen trauen kann. Und es geht auch ein Stück weit, ja, irgendwie nahe, was hier erlebt wird. Und egal, wie sehr man mit dem Protagonisten hofft und fast schon weiß, dass wenn diese Geschichte aus genau dieser persönlichen Perspektive erzählt wird, dass die Person das daraus schafft, ist mir trotzdem fast das Herz stehen geblieben in manch einer Situation. Und ich habe mich echt so ein bisschen reinziehen lassen und so mir so sehr gewünscht, dass Jimmy es dort raus schafft aus dem Schiff, dass Omar es schafft und alle anderen Protagonisten, die wir hier noch kennenlernen. Es sind nicht viele Seiten und nur 24 Kapitel, glaube ich, auch zu den 24 Stunden passend. Und doch hat es mich sehr gefesselt und ich fand es sehr schön. Ich glaube auch, es ist ein gutes Buch, um jemandem nahezubringen, wie muss das vermutlich für die Menschen gewesen sein auf der Titanic, die da damals ums Leben kamen und die irgendwann ja doch auch realisiert haben, es gibt nicht genug Rettungsboote für alle. Es kann hier nicht jeder lebend rauskommen. Und wie gesagt, die Illustration wunderschön. Ich mag sie sehr. Eben zum Beispiel von dieser großen Treppe in der ersten Klasse. Und somit irgendwie auch eine Hommage an diejenigen, die es eben nicht geschafft haben, die aber gar nichts dafür konnten, oder auch diejenigen, die es natürlich überlebt haben und letztendlich vielleicht auch gar nicht so viel dafür konnten. Also diese ganze weltgeschichtliche Ereignis, das irgendwie doch jeden, glaube ich, bewegt, wenn man sich darüber austauscht. Dann habe ich zu einem Buchtipp von Adriana gegriffen, und zwar von Ethan Hawke. Ich glaube, man spricht ihn so aus: Hin und Weg. In Hin und Weg geht es um William und um Sarah. Die beiden treffen sich und ja, fangen an, eine Art Beziehung zu führen, nenne ich das jetzt mal. Vielleicht viel mehr möchte ich, glaube ich, zu den Grundthemen auch gar nicht sagen. Ich möchte von meiner Meinung eher noch berichten. Einerseits hat es mich sehr reingezogen und ich wollte es in einem Rutsch lesen. Andererseits habe ich aber auch gemerkt, wie mich manche Eigenheiten gestört haben und gleichzeitig trotzdem haben weiterlesen lassen. Also es hat mich nie dazu gebracht, es aufzuhören oder abzubrechen. Trotzdem war ich mir nicht sicher, ob ich alles davon so gut finde, wie es ist. Habe aber versucht, es genauso stehen zu lassen, wie es eben ist und wie es erzählt wird. Und das hat, glaube ich, mir selbst geholfen, mich in meinem Lesegeschmack oder in der Haltung zum Lesen weiterzubringen, dass ich eben nicht alles gut finden muss oder gut heißen muss, was die Protagonisten tun. Dennoch es sehr spannend fand, dieses Erlebnis von der ersten Liebe und diese Zeit da drumherum und dieses vielleicht auch manchmal wankelmütige, dieses man ist sich noch nicht so ganz sicher, aber irgendwie zieht es einen immer wieder zu dieser Person hin und irgendwie kann man nichts machen, ohne an diese Person zu denken. Und andererseits nervt einen manchmal auch genau diese Person. Und ich weiß eben auch da noch nicht so genau, was dieses Buch mit mir macht. Vielleicht werde ich auch da einfach noch ein paar Wochen und Monate drüber nachgrübeln und schauen, wie sich das noch in mir verändert.
Es war auf jeden Fall ein besonderes Buch, finde ich, durchaus. Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich es jedem empfehlen würde. Irgendwie schon. Vielleicht, um sich daran zu erinnern, für diejenigen, die nicht gerade mittendrin stecken, um sich daran zu erinnern, wie ist die erste Liebe? Wie kann sie sein? Und wie mag sie vielleicht auch ganz oft sein? Ja, es ist irgendwie da auch alles mit dabei. Deswegen auch da wieder recht schwierig, es einzuordnen oder einzusortieren. Wer sich angesprochen fühlt von dem Thema, sich mal wieder reinfallen zu lassen, reinzustürzen in ja, eine gewisse Art von fast Besessenheit, wie akribisch und manchmal doch so im Vorbeigehen etwas erzählt wird und wie ja, wie sehr uns einfach der Autor mitnimmt und mit in diese Zeit nimmt, um das irgendwie noch mal zu erleben. Wer da sich sowohl emotional als auch ja, vom Kopf her einfach mal freimachen möchte und reintauchen möchte, der sollte das vielleicht mal tun. Ich glaube, so verkehrt ist es nicht, nochmal hinzuschauen, wie ist denn oder wie könnte denn erste Liebe sein. So, dann habe ich noch Der kleine Flügel von Joja Wendt und Kester Schlenz beendet. Eine fantastische Geschichte über die Musik bzw. mit Musik. Wir tauchen ein in eine wirklich tatsächlich fantastische Geschichte. Hätte ich gewusst, worauf es hinausläuft, hätte ich sie vielleicht tatsächlich nicht gelesen. Macht aber gar nichts. Ich mag Joja Wendt sehr gern, wie ihr schon erfahren habt in meinem Rache-Video. Und deswegen wollte ich mich gern auf diese Geschichte einlassen, auch wenn sie schon sehr lange bei mir ungelesen liegt. Umso nötiger war es, diese nun zu lesen. Eine beflügelnde Geschichte über die Kraft der Musik. Ich finde die Ideen, die reingesponnen sind, sehr schön. Manches war fast ein Stück weit vorhersehbar. Und es ist garantiert auch nicht für jeden etwas, in die Rolle von Instrumenten zu schlüpfen. Es mag schon nicht jeder Tiere, also Geschichten, die aus der Sicht der Tiere erzählt werden. Aber irgendwie mal wieder was ganz anderes. Und ich würde sagen, es ist nicht direkt eine Kindergeschichte, aber durchaus auch für das ein oder andere Kind verständlich. Also, wer sich da für Musik sehr interessiert, könnte dann nicht verkehrt sein, so eine Abenteuergeschichte quasi mit Instrumenten zu lesen. Wir begleiten den Flügel, der kleine Flügel, um den es eben geht, und haben die Geschichte, die erzählt wird von dem Großvater von Nelly. Nelly ist selbst eine 16-Jährige, die Klavier lernt oder lernen möchte. Allerdings ist ihre Lehrerin, ihre Klavierlehrerin, Frau Billerbeck, unfassbar streng und auch eher unangenehm. Das heißt, sie wird nicht wirklich respektvoll behandelt und fühlt sich eher unterdrückt davon und unter Zwängen. Das Ganze möchte sie so nicht weitermachen und daraufhin erzählt Nellys Großvater eben diese Geschichte. Der kleine Flügel, der in dieser Geschichte auftaucht, hat so einiges vor sich, so einige Abenteuer. Es dreht sich auch um eine auf die Seite des Bösen gekehrte Orgel namens Theodora. Es kommen noch so ein paar andere Instrumente dazu, die, vor allem die Triangeltrie, fand ich sehr schön, die sich mit dem kleinen Flügel letztendlich auf den Weg machen, um ja, diese böse Herrschaft der Orgel zu bekämpfen. Recht viel mehr möchte ich gar nicht sagen, denn ich habe nämlich den Eindruck, alles, was hinten drauf steht, ist schon zu viel und so viel möchte ich gar nicht verraten. Am Ende ist es, wie gesagt, eine sehr schöne Geschichte. Ich fand sie auch durchaus spannend erzählt und habe sie sehr gerne gelesen. Deshalb, ja, freue ich mich sehr, dass ich aufgrund der Rache der Subleichen jetzt dazu gegriffen habe. Als erstes Buch im Januar begonnen, aber nicht als erstes beendet, sondern im Gegenteil als letztes Buch beendet, habe ich A Long Way Down von Nick Hornby. Diese Geschichte, da dreht sich um vier Menschen, die sich auf dem Dach eines Hochhauses treffen am Silvesterabend und alle vier haben vor, unabhängig voneinander, sie kennen sich alle nicht, dort zu springen, also Selbstmord zu begehen. Das heißt, die Nacht, in der am meisten Selbstmorde begangen werden und auch das Gebäude, auf dem oder von dem aus am meisten Selbstmorde begangen werden in London, wird zu einem Treffpunkt für vier Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Motiven kommen. Sie sind ganz, ganz unterschiedlich. Der eine ist Martin, ein Fernsehmoderator, der ja so manchen Skandal hinter sich hat und eben seine Gründe hatte, dort zu stehen. Der nächste, beziehungsweise die nächste, ist Maureen. Maureen ist eine schon etwas ältere Frau, die ihren Sohn, der leider behindert auf die Welt gekommen ist, pflegt den ganzen Tag über. Und dann gibt es noch Jess. Sie ist eine eher verwöhnte Göre, möchte man fast meinen, eines Ministers, ich glaube Juniorministers. Und wir haben noch JJ, der ja als gescheitertes Bandmitglied und ja, verlassen von seiner Freundin und auch aus Australien
weggezogen in London eben landet und nicht mehr so richtig was mit seinem Leben anzufangen weiß. Wir verfolgen die vier dann, wie sie sich eben dort oben treffen und was daraufhin passiert. Ich darf so viel verraten, denn auch das steht schon hinten drauf, dass sie diese Silvesternacht überlebt haben. Alle vier gemeinsam. Aber was danach alles noch passiert mit den Vieren, wer denn dann doch springt und ob ja es quasi für alle ein Happy End gibt, das verrate ich nicht. Ich fand es anfangs sehr gut, wirklich sehr gut, habe mich daraufhin dann auch informiert, denn in meinem Exemplar, das ist ein, ich glaube von einer Rebuy-Bestellung, lag auch dieser Lesezeichen mehr oder weniger drin. Es sind vorne drauf die vier Gesichter derjenigen Schauspieler, die bei A Long Way Down als Verfilmung, bei der Buchverfilmung, eben die vier Charaktere spielen. Und diese Verfilmung kam früher 2014 ins Kino. Jetzt kann man sich überlegen, das Buch ist nochmal vermutlich deutlich älter, weil eine Verfilmung dauert ein bisschen. Ja, gut, naja, also auf jeden Fall. Ich bin eben auch auf diese Verfilmung gestoßen und habe dann zu meinem Pech die Verfilmung geguckt und dann erst weitergelesen. Also ich habe so mittendrin die Verfilmung gesehen und ich fand die Verfilmung wirklich gut und ich muss gestehen, besser als das Buch. Weil das Buch wird mir an manchen Stellen zu langatmig. Da wiederholen sich Dinge so sehr, so gebetsmühlenartig, als ob man es mir so sehr reinprügeln wollte, diese Aussage, dass ich mir dachte, ey, ich weiß doch schon, worum es geht. Also es ist doch so, manche Dinge sind so offensichtlich und dann wird zwei Seiten über einen Charakter, der keine große Rolle spielt, am Ende. Es ist einfach so, der spielt keine große Rolle. Und über diesen Charakter wird zwei Seiten lang quasi geschrieben, dass er aus verschiedenen Gründen und mit Argumenten erklärt, warum er keinen Namen haben möchte. Das ist zwar ziemlich am Ende, aber wie gesagt, es spielt keine Rolle, wenn ich das jetzt so erzähle. Und ich denke mir, warum zwei Seiten? Warum? Am Ende kommt nur raus, er möchte keinen Namen haben. Und nicht nach irgendwas benannt werden, sozusagen. Also kein Rufnamen letztendlich haben. Und ja, wie gesagt, manche Dinge daran fand ich dann nicht so schön. Ich würde auch sagen, ungefähr bis zur Hälfte oder sogar ein bisschen darüber hinaus sind Buch und Film sehr gleich oder sehr ähnlich. Dann nimmt der Film eine ganz andere Richtung ein und das Buch quasi auch, sozusagen. Also es ist dann durchaus unterschiedlich. Manches im Buch kommt dann im Film kommt so gar nicht vor und wie gesagt, das Ende ist im Buch auch ganz anders als im Film. Im Film, man kann sich natürlich auch vorstellen, wie so ein Film im Ende ist oder sein sollte und was da die Macher auch wollen, so. Und irgendwie hat mich das aber mehr mit der Geschichte versöhnt als das Buch. Und es tut mir ein bisschen leid, weil ich nämlich zwischendurch immer wieder dachte, ich muss unbedingt noch mehr von Nick Hornby lesen. Und jetzt zum Ende des Buches war ich mir eben gar nicht mehr sicher. Das heißt, ich habe jetzt eben das gelesen, das war auf meiner Rache und es ist in Ordnung, aber ich weiß noch nicht genau, was und wann ich noch etwas von Nick Hornby lesen möchte. Wenn ihr ein anderes Buch von Nick Hornby kennt, das ich unbedingt mal lesen sollte, weil es vielleicht anders geschrieben ist, die Thematik einfach ganz anders ist und es nicht so langatmig wird, auch sein, es sind gerade nicht mal 350 Seiten, trotzdem wird es irgendwie irgendwo auch langatmig für meinen Geschmack. Deswegen sehr schade. Und ich fand, wie gesagt, die vier haben das super gut gemacht in dem Film. Und ich mag den Film eigentlich ganz gerne. Wer den also noch nicht kennt und jetzt nicht weiß, ob die Geschichte einen so sehr interessiert, die, ich weiß es nicht, 90 Minuten oder so, kann man sich den Film wirklich mal anschauen, weil er schön erzählt ist. Das waren die sechs Bücher, die ich gelesen habe. Jetzt möchte ich noch ganz kurz auf die restlichen Bücher eingehen, die wegen meiner Rache noch dabei gewesen wären im Januar. Buch Nummer 1 ist von Nick Vujicic, Mein Leben ohne Limits. Ich habe schon in der Rache, wie gesagt, erklärt. Ein Mensch, der ohne Arme und Beine auf die Welt kam und zur Symbolfigur ein bisschen wurde für Coaches, die sich eben dem annehmen, dass sie Positivität verbreiten wollen, vor allem aufgrund dessen, dass sie es selbst vielleicht nicht gerade einfach haben im Leben, aber ein gewisses Mindset, eine gewisse Einstellung mitbringen, um eben doch das Beste aus dem Leben zu machen. Ich habe das Buch angelesen und dann leider abgebrochen. Das liegt nicht an der Person selbst, sondern an meinem Eindruck, dass sich einfach sehr, sehr viel um den Glauben von Nick Vujicic gedreht hat. Und ich möchte niemandem den Glauben absprechen. Überhaupt nicht. Auch nicht streitig machen oder was anderes erklären oder was anderes behaupten. Ich möchte nur sagen, für mich war es definitiv nicht das richtige Buch. Er berichtet davon, dass er sehr stark gläubig ist und für sich auch viel daraus zieht und daran festhält. Das darf er, das soll er, das
freut mich unglaublich, denn wir alle brauchen etwas, woran wir glauben. Das ist absolut in Ordnung und ist auch in Ordnung für jeden, der das gut findet und der das genauso lesen will und liest und sich da bestärkt fühlt. Für mich aber, wie gesagt, funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, wenn kein Wunder passiert, sei selbst eins, sehe ich nicht mit dem göttlichen Glauben, also mit dem Glauben an einen Gott, sondern sehe ich einfach nur mit der Tatsache, es gibt Wunder. Dessen bin ich mir sicher. Und ich glaube auch daran und ich glaube auch, dass jeder ein Wunder sein kann und vollbringen kann. Aber ich brauche dafür, wie gesagt, eben keinen Gott in dem Sinne. Deswegen habe ich es schweren Herzens abgebrochen, aber für den Moment eben einfach entschieden, das ist nicht das richtige Buch für mich. Ich kann nach wie vor alle Videos von ihm weiterempfehlen, alles, was man sonst so über ihn findet. Genauso wie über Bethany Hamilton, die Dame aus Soul Surfer. Ich finde es gut, dass es genau solche Menschen gibt, die auch das nach außen tragen wollen und können. Und deswegen gerne für jeden, der sagt, nee, ich habe da gar kein Problem damit, ich lese es gerne, ich glaube vielleicht selbst an Gott, dann ist das genau das richtige Buch für euch, aber für mich war es das leider nicht. Für mich eine absolute tolle Entdeckung. Ich kann gar nicht die richtigen Worte, die passenden Worte dafür finden, für dieses Buch. Von Roger Willemsen, Die Enden der Welt. Ich habe bereits gesagt, meine Mama mag ihn sehr und ich habe es immer noch nicht geschafft, dieses Buch zu lesen. Es geht um verschiedene Geschichten und da nimmt er uns mit auf die Reise zu den Enden der Welt. Und jede der Geschichten, das kann ich nach 2 gelesenen sagen, ist wahnsinnig toll. Ich mag seinen Schreibstil. Wirklich. Ich bin so ein kleiner Sprachfanatiker vielleicht und vielleicht auch manchmal etwas merkwürdig in meinen Formulierungen für den einen oder anderen. Und er holt mich absolut ab damit. Er hat so, so tolle Formulierungen da drin. Ja, da finde ich gar keine Worte für. Ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, der sagt, ich bin offen für eine bunte, farbenfrohe, metaphernreiche Sprache, die auch mal Vergleiche zieht, die man so nicht offensichtlich in anderen Büchern liest, um es mal so auszudrücken. Ich kenne so eine Sprache nicht, so einen Stil zu schreiben. Und ich finde es grandios. Ich finde es wirklich grandios. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er einer meiner Lieblingsautoren wird, wenn ich denn dann dieses Buch hier gelesen habe. Ich habe gerade mal 50 Seiten gelesen und es war schon so grandios. Da steht es ja auch, eigentlich muss man nur auf das hören, was hinten drauf steht. Ne? Ich habe es vielleicht auch vorgelesen, die Enden der Welt öffnen einem die Augen für Nischen, von denen man noch nicht einmal ahnte, dass sie überhaupt existieren. Eine Grand Tour durchs Grandiositätenkabinett unserer Welt. Grandiositäten und grandios ist garantiert auch diese Sprache. Ich finde vermutlich auf die Schnelle jetzt nicht ein gutes Beispiel dafür. Zum Beispiel, die Hochbauten gegenüber stecken im Boden wie von innen beleuchtete Chitinpanzer ausgestorbener Insekten. In den auf- und niederrasenden Fahrstühlen gibt es Schnittblumen und Julio Iglesias wird ewig schmachtend Amor, Amor, Amor. Auch hier, die Liebe ist unausweichlich. Das ist schön und schrecklich, denn während von der Liebe geschnulzt wird, wirken die Paare lieblos und die Masseurinnen, die noch lange nach Mitternacht gebucht werden, können auch ein Lied singen von der Liebe, aber ein anderes. Es ist noch viel toller als das, was ich jetzt gerade rausgesucht habe. Es ist so grandios geschrieben. Ich finde da keine passenden Worte dafür und jeder, der Sprache faszinierend findet, sollte sich mal mit diesem oder vielleicht auch einem anderen Werk, ich kenne ja leider noch kein anderes, auseinandersetzen. Die Sprache ist einfach wirklich grandios und ich lobe Sprache sehr gern, auch bei anderen Autoren und Autorinnen, die ich seit Jahren schon lese und feiere. Das ist ein Matt Haig, wie er sich ausdrückt, das ist eine Adriana Popescu, das ist eine Cecilia Ahern, eine Anne Freitag, ein, ich weiß gar nicht, wer noch alles, aber hier, ja. So viel ich auch gerade drumherum rede, ich war eigentlich nur sprachlos von der Sprache und bin sehr gespannt auf den Rest. Ich habe es angelesen, ich werde es weiterlesen im Februar und vielleicht ja auch im Februar beenden. Es sind einzelne Geschichten, dementsprechend kann es auch sein, dass ich es länger ziehe. Es ist aber definitiv etwas, was mich sehr, sehr reizt, es weiterzulesen. Von Danny Wallace, Auf den ersten Blick, auch dieses Buch ist aufgrund von der Rache der Subleichen in meine Hände gefallen und dementsprechend habe ich reingelesen. Und da stecke ich quasi auch noch. Ich habe das Vorwort oder wie auch immer, Prolog, keine Ahnung, gelesen und Kapitel 1.
Das sind noch nicht viele Seiten von den 400 irgendwas, gerade mal 34 von den fast 500 Seiten. Aber auch das gefällt mir bisher sprachlich sehr gut. Es ist eher mitreißend, es ist eher Richtung unterhaltend und leicht und locker. Und ich bin sehr gespannt, wohin es mich noch bringen kann. Auf den ersten Blick schon mal vielversprechend. Und auch dieses historische Buch ist auf meinem Nachtkästchen quasi gelandet. Von Philipp Vandenberg, Augustus, Die geheimen Tagebücher. Ein Buch, das wir in der Schule angefangen haben. Ich denke nicht darüber nach, länger, wann genau und wie lange das her ist. Ich muss gestehen, ich habe weder die Zeit gefunden, reinzulesen, noch es durchgelesen, noch möchte ich es aussortieren oder ungelesen aussortieren vor allem. Ich möchte auf jeden Fall noch reinlesen. Dementsprechend dürft ihr euch einmal jetzt hier kurz denken, ich hätte hier 1 € in der Hand und würde den in meine Eule schmeißen. Also dieses Buch bezahle ich für das, dass es eben länger als diesen einen Monat bei mir steht und werde dann noch dementsprechend Geld spenden. Vielleicht hört ihr von diesem Buch dann noch im Februar etwas. Falls nicht, habe ich es vermutlich aussortiert. Aber ich hoffe, ich denke dran, es einfach nochmal zu zeigen. Das war es dann endlich mit diesem unfassbar langen Video zum Januar. Falls ihr wissen wollt, welche Bücher denn jetzt für den Februar auf meiner quasi Leseliste stehen, aufgrund von der Rache des Supleichen, dann schaut doch einfach mal oben bei dem Rache-Video vorbei für den Februar. Ich würde mich freuen, wenn ihr dort einfach mal reinschaut und seht, da sind dann auch schon wieder 4 Bücher, die auf mich warten. Ich bin gespannt, ob ich die dann schaffe, im Februar zu lesen. Einerseits denke ich immer, dass es klar ist, machbar. Ist nicht so viel und nicht so dramatisch. Und dann ist irgendwie doch der Monat so schnell rum. Was habt ihr im Januar gelesen? Welche Schätze habt ihr entdeckt? Vielleicht auch welchen Flop habt ihr gehabt? Ich hoffe, ihr hattet tolle Bücher dabei, vielleicht auch ganz viele aktuelle Bücher. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach einen Kommentar unten da lasst, wir uns ein bisschen austauschen können und dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, lest ein gutes Buch, macht's gut, habt eine schöne Zeit und bleibt gesund. Tschüss!